Es ist eine Bühnenzeitung, also so kann man es wirklich beschreiben. Spannende Geschichten, komprimiert erzählt aus erster Hand. Ja, es hat mir total gut gefallen. Es war so unterschiedlich. Es war spannend. Ja, aber es war einfach, sehr unterschiedlich, nein, oder? Das war ja das Spannende. Schau, jetzt geht's so, es war ja das Spannende, weil es so unterschiedlich war. Na, hab ich's doch nicht gesagt. Die halten uns am Schmäh. Das ist ja Wahnsinn. Hab ich's doch nicht gesagt. Ich glaub, du bist ein Depp. In diesen kurzen Beiträgen sprechen Leute aus den verschiedensten Bereichen, von Extremsportlern, Wissenschaftlern bis hin zu Musikern, DJs, Künstler, über das, was sie tun und über das, was sie eigentlich lieben. Der Graffiti-Profi, nicht erkennbar, mit verstellter oder verzerrter Stimme. I've never really wanted a regular job and I think I've managed to go in the right direction so far. Also ich fand die Frau Seiser von der Esskultur sehr spannend. Zum 31. Jänner gab es auf Google 0 Treffer zum Wort Tierfreitag. Das Wort war neu. Heute, wenn Sie in Google das Wort Tierfreitag eingeben, haben Sie 20.000 Treffer. Das Internet und die Menschen, die es nützen, haben also bewiesen, dass man ohne einen einzigen Euro, denn es hat niemand dafür Geld in die Hand genommen, und mit viel Vergnügen Bewusstsein schaffen kann. Intervenierend. Und im Kabarett beantwortet die Frage, wie ist denn das eigentlich mit Anhoden? Das ist ja Wahnsinn. Hm? Am Anfang, da habe ich überhaupt kein Gleichgewichtsgefühl mehr gehabt. Hm? Da habe ich einen Rechtsstrahl gehabt, dass mit dauernd wo zugestrahlt. Ja? Backende Autos, alte Frauen, alles. Sozialkritisch, teilweise politisch. Ich habe in der Unterstufe eine ziemlich beträchtliche Chemikaliensammlung gehabt. Einmal ist es knapp misslungen, dass wir uns gesprengt hätten, weil bedauerlich, also damals habe ich das bedauerlich gefunden, die Zündschnur immer kurz über dem Spiritusspiegel ausgegangen ist. Heute bin ich eigentlich recht froh. Und was wir mit diesem Beitrag auch wünschen, sind Schulen, die genau das ermöglichen. Schulen, die Talente erblühen lassen, Leidenschaften befördern. Ich fand aber auch den steirischen Herrn sehr spannend. Bin gestartet und bin bei 36 Kilometern umgefallen. Dann lege ich dort im Central Park, kommt eine ganz dicke, schwarze Frau zu mir und sagt, come on baby, you do it. Ich bin auf, habe mir gedacht, ich renne nur um die Ecken, dass sie mich nicht mehr sieht. Sehr abwechslungsreich. Ich gehe einfach hin und schaue, was passiert. Weil ich mir denke, auch der Künstler hat das Recht, mit einem Menschen zu sprechen und nicht nur mit einem Auserwählten einer Firma, der jetzt einfach wissen will, wie die Arbeit an seinem neuen Album war, wie gerne er unsere Stadt hat und wie die nächste Tour ist. Wenn ich das schon höre, dann stellt es mir die Nackenhaare auf. Und ich trete jedes Jahr, und das bitte seit über 40 Jahren, mit einem neuen Programm in Israel auf. Vor Jahren, und das war sehr berührend, war in der Premiere Bundeskanzler Bruno Kreisky. Und ich höre, wie Kreisky zu Dayan sagt, also passen Sie mal auf, lieber Dayan, ich bin in erster Linie Österreicher, ja. In zweiter Linie Bundeskanzler und er ist in dritter Jude. Und Dayan sagte, macht nichts, Kreisky, wir lesen sowieso von rechts nach links. Kampel mit Weitschuss. Daneben, Chaotin, also ich, ein fescher Kampel, den meine Oma sagen, wenn meine Oma noch etwas sagen würde, aber meine Oma sagt schon seit geraumer Zeit nichts mehr. Sauron, irgendwann hat man einfach alles gesagt. Einmal hat der Bauer die Wiese gemäht, das war eigentlich eine große Krise, weil ich war mit einer Lieferung im Wort und der ist gekommen und alles war weg. Und da haben wir gedacht, ja, das Futter muss man sich teilen, die Gäste und die Kühe. Ich glaube, meine Entdeckung des Abends, wenn ich mich auf eine Sache festlegen müsste, wäre die Band gewesen. Die Musik war sehr, sehr beeindruckend. Es ist nächstes Mal wahrscheinlich wieder ganz anders. Ja, absolut. Und es sind so tolle Typen dabei, es hat mir gut gefallen, also ich würde gerne wiederkommen. Ja, mich informieren, wann das nächste Meeting wieder ist. Standard Bühnenzeitung quasi im Abo. 3 von 4 Mal war ich jetzt schon da.